darf ich vorstellen, Wang Wenming. In den letzten Jahren hat der chinesische Geschäftsmann über 25 afrikanische Länder besucht. Der Grund? Seine Mission. Er bringt chinesische Unternehmen nach Afrika. Herr Wang ist Gründer und CEO von Africa Invest, einer der einflussreichsten chinesischen Firmen, deren Ziel es ist, die Wirtschaftsbeziehungen zum vergessenen Kontinent zu revolutionieren. Die Wirtschaftsoffensive Chinas in Afrika begann um die Jahrtausendwende. Seither ist das sino-afrikanische Handelsvolumen rasant gestiegen, wie dieses Diagramm zeigt. Auf der Y-Achse sehen Sie das Handelsvolumen in Milliarden US-Dollar, auf der X-Achse die Jahre 1995 bis 2010. Wie unschwer zu erkennen ist, hat sich das Handelsvolumen innerhalb dieser 15 Jahre um ungefähr das 30-fache erhöht. 2010 lag es bei über 120 Milliarden US-Dollar. 120 Milliarden Dollar. Ist das viel? Nun, wenn man bedenkt, dass das deutsch-afrikanische Handelsvolumen gerade knapp die 50 Milliarden Dollar ankratzt, allerdings. Die internationalen Reaktionen auf das chinesische Engagement in Afrika sind geteilt. Optimisten sehen die Süd-Süd-Kooperation als einen positiven Globalisierungseffekt. Kritiker sprechen hingegen von einer neokolonialen Eroberung. Aber wer hat recht? Betrachten wir einmal die Situation in vielen afrikanischen Städten. Umfassende Präsenz der internationalen Hilfsindustrie, aber keine kommerziellen Plakate. Und genau das ist das Problem. Auf milde Gaben kann man keine Volkswirtschaft gründen. Es fehlt an ausländischen Direktinvestitionen. Hier setzt Herr Wang mit seinem Geschäftsmodell an und vermittelt genau diese Investitionen. Dies scheint Chinas Eignung als Partner für Afrika zunächst zu unterstreichen. Es setzt auf Handel und Investitionen statt auf Entwicklungshilfe. Außerdem, so Herr Wang, hat China einen besseren Bezug zu den Zuständen in Afrika als der Westen. Schließlich war es bis vor relativ kurzer Zeit selbst noch Entwicklungsland. Hinzu kommt auch, dass sich China mit Afrika solidarisiert, indem es auf die gemeinsamen Erfahrungen der kolonialen Ausbeutung durch den Westen und die Jahre der Armut verweist. Es scheint also zunächst so, als hätten die Optimisten recht, wenn sie von einer positiven Süd-Süd-Kooperation sprechen. Nun, die bereits erwähnte Solidarität geht weit, für meine Begriffe allerdings zu weit. Denn China investiert auch in Länder, denen der Westen aufgrund von Verbrechen gegen die Menschlichkeit die Kooperation verweigert. Ein Beispiel für einen solchen chinesischen Handelspartner ist der Sudan. Dort führte das Regime von Präsident Omar al-Bashir einen kriminellen Vertreibungskrieg in der Provinz Darfur, bei dem weit über 200.000 Menschen getötet wurden. 200.000 Menschen, das entspricht der Einwohnerzahl von Mainz oder Kassel, meiner Heimatstadt. Weitere Beispiele für chinesische Handelspartner sind unter anderem Angola, der Tschad, Äquatorialguinea und Simbabwe. Sie alle zählen zu den korruptesten Staaten dieser Erde und bekommen genau deshalb keine Kredite des IWF. Der Direktor einer Entwicklungshilfeorganisation bringt es auf den Punkt. China schert sich nicht um Menschenrechte und fördert nur Projekte zur Ausbeutung von Rohstoffen. Auch wenn wir noch einmal die Situation in Afrika selbst betrachten, ist es mit einer gleichberechtigten Partnerschaft nicht weit her. Also doch Neokolonialismus? Zwar fühlt sich Herr Wang, laut eigener Aussage, nach seinen vielen Afrika-Reisen heute selbst wie ein halber Afrikaner, doch die wenigsten Chinesen integrieren sich in den afrikanischen Ländern. Herr Wangs Landsleute leben abgeschottet in Hotelenklaven, sind nie zu sprechen, machen keinerlei Öffentlichkeitsarbeit. Bei der politischen und wirtschaftlichen Elite sind die Chinesen jedoch beliebt. Herr Wang und seine Geschäftspartner werden überall mit offenen Armen empfangen. Doch die einfachen Arbeiter verabscheuen die Chinesen. Sie beschuldigen chinesische Unternehmen, alle Sicherheitsstandards zu missachten und nur Sklavenlöhne zu zahlen. Die Chinesen betrachten uns nicht als menschliche Wesen, so fasst es ein afrikanischer Arbeiter zusammen. Herr Wang ist heute, nach vielen Jahren im Afrika-Geschäft, ein gemachter Mann. Von den meisten afrikanischen Arbeitern, die in chinesischen Unternehmen beschäftigt sind, kann man das nicht behaupten. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wer ertrinkt, klammert sich auch an ein Krokodil. Das Krokodil, an das sich Afrika zurzeit klammert, ist der chinesische Drache. Doch ob der Drache den Ertrinkenden auffrisst oder ihn mit sich in die Lüfte erhebt und rettet, diese Geschichte ist noch nicht geschrieben.